Super, danke, danke Stefan. So, es freut mich sehr, hier 10 Minuten zu nehmen, um die neue Web Mapping Trends zu präsentieren. Um das richtig zu machen, eigentlich, weil alles bewegt sich besonders schnell in dieser Branche, in der Web Mapping Branche, möchte ich einen kurzen Rückblick auf die letzten 10 Jahre setzen, sodass man auch gut versteht, wohin man geht. Vor 10 Jahren, das war Web Mapping existierte schon, aber da stützte man sich eigentlich stark auf serverbasierte Lösungen, wie zum Beispiel die Open Source Carte Web. Denn die Browser, damals war noch Netscape in Einsatz, konnten kaum JavaScript unterstützen. Wir haben damals sogar eine Version gemacht, die ohne JavaScript lief, um die Browserkompatibilität sicherzustellen. Inzwischen hat Google Maps die neue Ergonomie, neue Standards für die Benutzung von Webmaps erreicht und die Browser haben sich auch verbessert. Und das hat ermöglicht, im Jahr 2006 bei Phosphor G in Lausanne das Open Universe BOF zu organisieren und dass eine Community um ein Open Source Webmapping Projekt sich gegründet hat im Bereich Web 2.0. Das heißt, man hat sich auf JavaScript stark orientiert und man hat die Performancen gezielt. Aber das geht noch viel weiter. Ein paar Jahre später waren die mobilen Geräte weit verbreitet. Man hat die Software, die Webmapping-Lösungen angepasst, sodass die auch mobilen Geräte compliant werden. Das heißt, dass man Touch Events unterstützt, dass das Gewicht der Programmbibliothek reduziert ist, sodass es auch über die Leitung geht. Und eigentlich alles geht immer schneller. 2011 mobil und dann eigentlich in 2012 fand die erste Codesprint für OpenLeos 3 statt. Man hat eigentlich neue Möglichkeiten mit HTML5, CSS3, WebGL, Webmapping-Lösungen zu entwickeln und die Open Source Community hat hier entschlossen, okay, eine neue Version zu bilden. Es gibt diese neue Technologie eigentlich viel mehr. Nicht nur, sagen wir, JavaScript laufen zu lassen, dass die in, sagen wir, CPU-intensive Anwendung, sondern man kann auch an die Grafikkarte Berechnungen senden, die eigentlich kaum denkbar wären mit normalen CPU. Und das eröffnet eigentlich ganz neue Welten, wie zum Beispiel Rasterprojektion, kleinseitig, oder gleitende Transitionen, so Animationseffekte oder vielleicht, wenn man denkt an mögliche Lösungen, dass man auch die Karte rotiert, wenn man sich in der Straße bewegt. Das Ganze kleinseitig dann. So, zu OpenLayers. Das ist zurzeit in Entwicklung, aber was möchte man erreichen? Man möchte eigentlich neben das traditionelle DOM Renderer auch neue Möglichkeiten oder neue Methoden benutzen, wie Canvas und WebGL. Und diese Renderer ermöglichen so die starken Berechnungen, die an die Grafikkarte gesendet werden. Aber natürlich, es geht nicht nur um Raster-Datensätze zu bearbeiten, aber man möchte auch Vektordatensätze. Und man hat bis jetzt, sagen wir gesagt, man kann ein paar hunderte Vektorobjekte in die Webmapping-Anwendung darstellen und benutzen. Aber jetzt, dank WebGL zum Beispiel, es ist möglich, Millionen von Vektorobjekte hier in die Webmapping-Anwendung zu betrachten. Eigentlich, man kann so viele Vektordatensätze darstellen, wie man die in der Leitung eigentlich bringen kann. Das ist nicht mehr eine Limitierung kleinseitig, sondern es ist die Bandbreite, die jetzt eigentlich uns limitiert für den vektoriellen Einsatz. Neben der Anzahl Punkte, die man hier betrachtet, es gibt auch komplexe Objekte, die man modellieren möchte und unterschiedliche Stile, die natürlich auch zu entwickeln sind. Und das sind eigentlich verbesserte Möglichkeiten auf Basis von existierenden Funktionalitäten, die man schon in bestehende Anwendungen sieht, aber mit mehr Potenzial. Aber langfristig, wohin geht man?
man geht in Richtung eigentlich bessere 2D-3D-Integration, weil eigentlich dank WebGL es ist möglich, es ist durchaus möglich, ganz effizient und performant. Man kann ein Luftbild nehmen, ein vektorielles digital gelinde Modell und ein Gebäude und in die Grafikkarte werden wir das Ganze in eine 3D-Szene gefasst. So, das heißt, man kann mit den neuen Webmapping-Lösungen eigentlich dem Benutzer eine Sicht der Welt, mehr realitätsnah eigentlich ist, anbieten. So, das ist die Richtung der Webmapping-Software-Projekte. Und eigentlich, OpenLayers ist nicht allein im Ökosystem, im Open-Source-Ökosystem. Es sind andere Programmbibliotheken, wie das bestehende OpenLayers 2, das noch vor Jahren bestehen wird, Leaflet oder Cesium, einen virtuellen Globus oder Open Web Cloud, ein Globus, das hier in der Schweiz entwickelt wurde. Und eigentlich das Ziel von OpenLayers, die dritte Version, ist eigentlich das Beste von deren Bibliothek zusammenzufassen und eigentlich ein Allrounder anzubieten, das für den täglichen Einsatz für Geomatikzwecke eigentlich geeignet ist. So, ich empfehle Ihnen eigentlich durch diese FOSGIS-Konferenz, dass Sie eigentlich alle diese Projekte auch besuchen und sich erkundigen, was kann man hier machen, um auch das Potenzial, um auch in Zukunft, wie man wendet, um in Zukunft auch zu gestalten, eigentlich, wie würde in Zukunft aussehen, wenn man diese Programmbibliothek zusammenbindet, um einen Allrounder anbietet. So, Camp2Camp ist sehr, sehr stolz und freut sich sehr, dass sie die Gelegenheit, die FOSGIS zu unterstützen hat. Und eigentlich, ich möchte auch mich so herzlich bedanken für die Organisation, bei die FOSGIS-Verein, die hier stark geholfen hat, bei der Hochschule Rapperswil, die hier auch mithilft, und auch insbesondere an Professor Keller für die Gesamtkoordination dieser Konferenz. So, ich wünsche Ihnen eine sehr schöne Konferenz.